So. Sagt der Typ mit der Gelddruckmaschine. Ja, wir haben da, auch da sind wir. Wir haben da auch noch nicht die Beschleunigung zum Beispiel der Raketen. Das dauert ewig, bis die Raketen hin und her fliegen. Das heißt, wir sitzen momentan so ein bisschen auf den Edelmetallen. Wir könnten tatsächlich noch eine Rakete kaufen. 3 Milliarden kostet die. Oh, okay. Sollte nicht ewig dauern. Okay. Ja gut, die liefern immer noch das ganze Zeug darunter. Das war ja aber auch ein Mammutprojekt, ne? Damit wir schon mal viele Ressourcen unten im Keller haben quasi. Wie viele Kinder bewohnen eigentlich mittlerweile die Kolonie? Ja, geht so. Wir haben 32 freie Häuser. Wir könnten noch nicht die Rakete kaufen. Dafür fehlen uns noch 1,9 Milliarden ungefähr. So. So, hier ist unsere nächste Baustelle, wo wir hingehen werden. Das heißt, wir haben ja jetzt hier schon unseren Hub. Das bedeutet, wir werden jetzt anfangen, diesen Drohnen-Hub, den wir ja hier stehen haben, noch zu nutzen, wenn es geht. Wahrscheinlich geht es nicht, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal aus, eine Rampe hier hochzubauen. Gut, jetzt müsste ich mal ganz kurz aus dem Untergrund den Commander holen. Okay. Weil da hoch möchte ich schon gerne. Und hier natürlich auch, ne? Also die nächste Produktion oder die nächste Bearbeitung wird uns natürlich von hier rüberwärts führen. Straight zu dem Ding. Und dann können wir die ganzen, unsere ganzen, Maschinen wieder automatisieren, dann können die alles in Rest holen, ne? Der kommt aber dahin, tatsächlich, die können da doch hingehen. Aber mit 5 Drohnen hier wird das natürlich schneller gehen. Ja, die entlasten hier jetzt schon deutlich. Okay. Meine Lieben, jetzt schauen wir mal. Also der Untergrund ist natürlich jetzt so unsere Herausforderung. Hier oben schaut es generell okay aus. Da brauchen wir jetzt uns zumindest keine Sorgen gerade machen. Die ersten Dröhnchen fliegen auch. Forschung ist unser Dauerbrenner. Der zieht sich halt sehr, ne? Vor allem, wenn du jetzt sowas hast mit 3000 Forschungspunkten. Wenn du pro Sol nur 800 kriegst, dann ist das wenig. Das finden wir auf jeden Fall. Das findet sich. Als gemeinsam kommen wir da rein. Wie gesagt, die nächste Baustelle wird jetzt erstmal die sein, dass wir uns darum kümmern, hier unsere Geschichte weiterzutreiben. Können wir wegbauen. Die sind nur im Weg und bringen aber Polymere raus. So. Das ist unser ambitioniertes Bauprojekt, was wir jetzt verfolgen werden.
Drohnen habe. Okay. So, dann Lager. Okay. Soweit, so gut. Die Nahrung hält sich ganz gut, Yannick. Ein Weltraumlift, glaube ich, ist eine sehr gewagte Geschichte. Würde mich freuen, wenn es sowas tatsächlich gäbe. Ich gehe mal aber davon aus, dass wir das so einfach nicht erleben werden. Ich denke mal, irgendwann gibt es Materialien, mit denen sowas machbar wird. Das glaube ich schon. Sektor scanned. So. Moin, Manni. Wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Na, alles gut bei dir? Funding received. Ich versuche hier einfach mal wild irgendwelche Windräder einzuteilen. Einfach nur, damit wir hier unsere Energiekosten so halbwegs decken können, wenn das dann gebaut wird. Research complete. Okay, machen wir nochmal die. Also ich dachte gerade, da ist eine. Hi. Ah, warte mal, was haben wir jetzt? Wäre sogar sinnvoll, die Forschung. Wäre eine sinnvolle Forschung. Kolonisten ohne ordentliche Spezialisierung unterliegen einer geringeren Arbeitseinbuße. Finde ich eine wichtige Geschichte für uns, weil wir haben nur ungebildetes Personal. Was kostet das? Das kostet natürlich sehr viel. Heimatgemeinschaft. Ja, der Servicekomfort könnte dadurch natürlich erheblich erhöht werden. Sektor scanned. Wir machen das mal in der Kuppel machen wir mal hier die Servicequalität noch weiter hoch. 62 auf 58. Jo. So. Colonists are departing. Okay. Na, da will einer heim hier. Lass mich nach Hause. There are Earthsick colonists. Ja, Heimweh, Mensch, meine Güte, das kann mal passieren. 32 offene Jobs aktuell ist natürlich schon eine harte Nummer, ne? Wir können unsere Kolonien noch aktuell nicht stabil wachsen lassen. Wir haben noch zu die kritische Menge an Kolonisten ist noch zu niedrig. Und unsere Komfortwerte sind noch zu schwankend und dann klappt das nicht. Markus schenkt uns aber Money. Vielen Dank. Und Money ist damit im zweiten. Dankeschön vielmals.
Manni, bedank dich sehr, sehr gerne bei Markus. Ja, genau, so ist richtig. Hau da gleich raus, wunderschön. So. Haben die das hier schon gemacht? Sektor scan. Ja, wenn halt dieser Komfortwert über der Geburtenschwelle drüber ist, und zwar dauerhaft drüber, dann kriegst du auch die neuen Kolonisten quasi nach. Aber das ist halt eine super angestrengte Geschichte, bis das mal wirklich solide, stabil läuft. Meistens kommst du dann schneller an den Punkt, wo du zu viel Nachkommen kriegst und du mit dem Essen gar nicht mehr näher kommst. Das ist oft ein größeres Problem. Was meinst du, Manni? Welchen Command? Okay. Welche Commands es gibt? Ich glaube, wir hatten mal so eine Liste gemacht, aber die ist auch nicht ganz up-to-date gewesen und da waren dann auch Mod-Commands drin und das hat dann immer für Verwirrung gesorgt. Manni, einfach in alle... Mach's doch ganz easy. Schau einfach, was die anderen machen. Und häng dich ran. Häng dich einfach da dran, was die anderen machen, dann kommst du wieder rein. So, das Ding ist gebaut. Zack, zum nächsten rüber. Wir können unsere Ressourcen sehr, sehr schnell von A nach B durch die Drohnen bringen. Und bauen so eine Geschichte hier super, super schnell auf, ne? Sektor scanned. Okay. Dass sie halt immer ein Windrad als erstes aufbauen. Das ist halt auch schon kurios, ne? Gut, jetzt mitten in der Nacht und wir machen immer noch plus Energie. Das ist wenig, aber immerhin. Nervenzusammenbruch. Seht mich an. Nach einem Nervenzusammenbruch ist das Opfer zu einer der Luken in der Kuppel gerannt, hat einen Raumanzug angelegt und einen Rover geklaut. Zeig mir, mein Freund Joe. Und wie er meine Wut zu spüren bekommen. Luna möchte offensichtlich, dass du ihm das Ziel vorgibst. 1. Das Gebäude. Siehst du es? Angriff! 2. Da. Er versteckt sich in der Kuppel. 3. Lausche meiner Stimme und beruhige dich. Es gibt keinen Grund, gewalttätig zu werden. 1, 2 oder 3, Chat. Ihr habt die Wahl. Go, go! Okay. Chat will überwiegend die 3. Ihr kriegt die 3. Nein, Valhalla erwartet mich. Der Kolonist bricht in wahnsinniges Gelächter aus und nimmt mit dem Rover Kurs auf die rote Wüste. Stunden später findest du den Aufenthaltsort des Kolonisten dank der Signalleuchte auf seinem Raumanzug. Luna sitzt auf den eingefrorenen Überresten des Rovers. Er schämt sich für sein wahnsinniges Verhalten, aber es geht ihm gut. Ein Rover wurde zerstört. Nein! Okay, der Rover kann wieder aufgebaut werden, oder? Nein, sie kann nicht mehr aufgebaut werden. Der Sucher ist kaputt. Oder? Da geht nichts mehr, ne? Toter Rover. Kaputti Butti. Mal gucken. Wir warten mal kurz, bis das Ding gebaut wurde und dann sehen wir weiter. So. Kann ich mit dem irgendwas gerade Cooles machen? Nee, ne? Wir nehmen 7 Kolonisten mal mit. So.
Ja, der Rover ist natürlich jetzt auch wieder eine Baustelle für uns, weil der hat ja eigentlich die Untergrundexpansion gemacht, weil wir im Untergrund ja keine Rover aktuell haben, beziehungsweise keinen einzigen Drohnen haben. Gar nicht so einfach. Aber vielleicht wird das jetzt hier unten von alleine. Die werden hier ja helfen können. Ja, aber es wird halt gerade, wir brauchen relativ viele elektronische Geräte und das macht die Sache natürlich delikat. So, du musst nach oben und du musst nach oben. Euch brauchen wir gleich oben. Oder bald zumindest. So. Sektor scanned. Wir haben jetzt mittlerweile 1,9 Milliarden auf der Hand. Hier wird gerade das gesucht. Wir holen uns gleich die... Können wir... Ne, 3 Milliarden brauchen wir für die nächste Rakete. Okay. Resources are low. Okay, die kommt gerade mit Passagieren. Das ist wichtig. Okay, Polymere sind schlapp. Ja gut, wir haben sehr viel Polymere ausgegeben. Das wissen wir. Resources are low. Okay. So. Rover und Bulldozer? Ja, das können wir gucken. Resources are low. Da habe ich ja gestern auch schon. 3,5 Stunden? Yo, Daltin, das ist doch wunderbar. Dann scheint es dir auf jeden Fall zu gefallen und Spaß zu machen. Und das ist tatsächlich die Hauptsache. Resources are low. Das ist die Hauptsache, das ist das Wichtigste, dass es dir Fun macht. Aber so ist das eigentlich ganz cool. Aber das ist nicht so cool, dass der nicht. Die reparieren den auch nicht. Zumindest glaube ich das nicht, ne? Da mach man weg. Räum man raus. Immerhin hilft uns das mit den Polymeren auch. Research complete. Anomaly analyzed. So, und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir planen hier schon mal gleich die Rampe ein. Resources are low. Warte kurz, das müssen wir von der Seite angehen. Dann können die das nämlich hier gleich machen. Dann bauen wir hier auch nochmal schöne Mülldeponie-Teile auf. Sektor scanned. So, und dann können wir nämlich unsere Jungs gleich schon mal in Stellung bringen, weil die werden wir jetzt dann demnächst gleich brauchen, wenn das hier fertig wird. Und die kriegen dann den Auto-Gathering-Befehl. So. Und dann können die nämlich alles von alleine machen und dann forschen die auch permanent wieder. Was haben wir hier jetzt bei der Sozialforschung? Erhalte Geldmittel in Höhe von 100... Okay. Machen wir mal asianische Patente mal hinterher. Okay. Ach, das waren unsere Jungs hier, oder? Das waren die 7, die wir zum Forschen geschickt hatten. Colonists are departing. Nix da. Jeder bleibt, wo er ist. Technologie tauschen. Research complete. Was habt ihr? Ihr habt nix. Ihr habt vielleicht noch was? Nein. Ist der geladen? Ah, da warte mal, der kann auch landen. Jetzt haben wir 2 Milliarden bekommen. Aber hier keine Forschung mehr. Ja, mach mal die allgemeine Ausbildung gerade auf 1. Die muss zuerst geforscht werden. So, die werden jetzt alle betankt.
Natürlich sind die Drohnen hier jetzt am Limit, ne? Die kommen nicht mehr zurecht. Aber die kommen zurecht. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Platz. So, dann machen wir hier. Machen wir hier nochmal ein Wohnhaus hin. Da haben wir auf jeden Fall mehr als genug Kapazität. So, die sind alle schon da angekommen, oder? Ja, die kommen gerade an. So, wie sind bei euch eigentlich? 55er Komfort und 70 ist erst die Geburtenschwelle. Was ist euer Problem hier? Der Medizincheck ist euer Problem? Wahrscheinlich, weil hier keine richtigen Ärzte arbeiten, sondern halt nur irgendwelche Leute, die mal Grey's Anatomy gesehen haben. Ja? Das kann natürlich sein, dass da das Problem herkommt. Und, wo haben sie studiert? Wie studiert? Well, okay. So, jetzt könnt ihr auf jeden Fall mehr, könnt ihr die Leute alle schön gemütlich zum kontrollieren reingekommen. Brauchst mal wieder eine neue Kuppel, ja. Ich wollte eigentlich die nächste Kuppel unterirdisch bauen. Ah, guck mal, die sind schon fertig. Jawollo. Ach, das haben die hier gemacht schon. Jawoll. Okay, damit können wir jetzt alles auf Auto-Explorer, Auto-Gathering machen. Wir können jetzt alles von alleine machen, weil jetzt kommen die überall hin. Nur hier oben nicht. Also doch, hier oben kommen sie auch hin. Mega gut. Das heißt, jetzt können unsere Fahrzeuge alle Punkte erreichen und einfach alles, was auf der Karte rumeiert, können die sich holen und können das zu uns in die Kolonie bringen. Forschungspunkte liegen ja noch wie massig rum, ne? Also guck mal, wie viele Forschungsschlüssel hier und so weiter noch da sind. Also wir können jetzt hier richtig, richtig viel machen. Ja, unterirdisch wäre halt eine unterirdische Megakolonie wäre halt geil. Ich hoffe immer noch, dass irgendwann diese ganzen Silver-Mods geupdatet werden und dass dann auf einen Schlag alle Silver-Mods wieder verfügbar sind. Das würde uns halt Lichtjahre voranbringen. Uns fehlt auch zum Beispiel, also das sind ja alles nur mittlere Kuppeln, ja. Was wir auch bauen könnten bei Gelegenheit, wären mal so eine Megakuppel zum Beispiel. Da würde ich uns sehen, ne? Aber ganz weit vorne. So eine Megakuppel, da würde ich uns schon so ein bisschen, das würde ich, ja. Anomaly analyzed. Das können wir uns halt im Leben nicht leisten. The anomaly turned out to be one of the most well-preserved asteroid impacts in our area. No geologist could ever put a price on it. Die Anomalie hat sich als eine der womöglich am besten erhaltenen Asteroideneinschlagstellen innerhalb der Reichweite auf dem Mars herausgestellt. Die Daten sind für einen Exogeologen unbezahlbar. Wissenschaftler auf der Erde interessieren sich schon lange für die Auswirkungen uralter Asteroideneinschläge auf das Klima und die Geologie des Mars. Es gab schon einige Missionen, die Daten zu diesen uralten Ereignissen sammeln konnten, doch alle Landeversuche sind gescheitert, als ob der rote Planet etwas verheimlichen will. Erst Generationen später schafft es ein Team aus Wissenschaftlern, das Geheimnis vor Ort zu lüften. Die gesammelten Daten bieten genug Forschungsmaterial, um unsere Kollegen auf der Erde jahrelang zu beschäftigen. Vielleicht finden wir heraus, ob der Kern des Mars gelöscht wurde oder selbst abgestorben ist. Dann wären wir womöglich imstande, das Schicksal unserer Heimatwelt vorauszusagen. 3000 Forschung! Wow! In 23 Stunden ist die Forschung durch. Ja, wir können eine neue Rakete kaufen, das ist richtig. Und die schicken wir mal wieder mit ein bisschen Rohstoffen.
Nicht viele, aber immerhin, ja. Schicken wir sie mal zum Mars. Dann ist gleich wieder eine unterwegs, die wir voll betanken können. Ey, Blackwing, gute Nacht dir, schlaf gut, hau rein. Schön, dass du da warst. Okay. Drohnen sind überlastet. Die Drohnen sind überlastet. Ah, hier kommt wieder ordentlich Metall ran. Kautonfight, Dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Jetzt so richtig, so vollumfänglich, so ganz, ja. Vielen Dank dir. Sector scanned. Okay. Ah, wo bist du? Was machst du? Was hast du vor? Aha. Ja, auf jeden Fall, da kann der auf jeden Fall jetzt glücklich buddeln. Elektrische Staubteufel kennen wir auch schon. 2000 Forschungspunkte. Jetzt haben wir die allgemeinen Kolonisten ohne ordentliche Spezialisierung unterliegen der geringen Arbeitseinbuße. Das ist jetzt wiederum super, super wichtig für das da. Jetzt machen die nämlich nicht mehr 5,1, sondern 5,9. Das ist schon erheblich. Und die aber mit 6,2 noch mehr sogar. Solide. Können wir jetzt hier mittlerweile weiter gucken? Verringert die Gefahr, dass Kolonisten nach Nervenzusammenbruch Schwächen entwickeln. Weiter geht's. Wir müssen die Sozialforschung so weit tragen, wie es geht. Und immer den Follow vergessen. Kauton, dann hast du es jetzt quasi genau richtig gemacht. Vielen lieben Dank dir. Vielen Dank für den Support. So, jetzt schauen wir mal gerade. Boah, das geht mir ein bisschen schnell für die Augen, ey. Baby. Okay, wir haben natürlich wenig Ressourcen gerade. Wird jetzt hoffentlich auch besser. Immer noch bei 70 die Schwelle hier. Und die haben 55. Das heißt, eigentlich müsste es mit Kindern jetzt hier bergauf gehen. Geht's auch ein bisschen. Tatsächlich. Also wir haben jetzt 6 Kinder, 7 Jugendliche, 36 Erwachsene, 91 im mittleren Alter. Das ist schon eine große Menge. Auf der Erde geboren sind tatsächlich 55 schon. Das ist ordentlich. Anomaly analyzed. Hard to ignore all the things we said. I wish I could change it. A little shaky. Our emotions got the best of us lately. I got issues, yeah. You got them too. I'm feeling too.